Jetzt muss er wirklich kämpfen, ja. Zwei Runden schon verloren, 2 von 5. Bitter. Da müssen wir uns ein bisschen ins Zeug legen, du, ne? Ja. Also, jetzt nur noch gewinnen, bitte. Meinst du, wir kriegen eine Runde gegen 5er oder gegen 4er? Nein. Nein? Ich glaube, 6er only ist das Maximum der Gefühle. Na, okay. Wohin? Wasser? Wollen wir es versuchen? Ja, komm, lass machen. Das sind halt 2 7er-Artis am Start, ne? Los geht's! Ja, aber ganz schön viele Heavies, ne? Ja, guck mal, guck mal nach rechts. Ich hab gar keine Angst. Excalibur ist am Start. Ja, die Schlange, du. Ich finde mich bestens. Der hat alles drauf, du. Gelbes Dreieck oben, gelben Bullen, gelbe Schlange drauf. Der macht sie alle weg. Der macht die alle weg, du. Der schießt uns auch die artige Schosse aus der Luft. Das ist dann kein APS, sondern EPS, Excalibur Protection System. Jawohl. Das braucht die NATO noch. Ganz genau. Aber unser Tiger kommt auch mit. Dreiecke stehen alle hin. Alter, vor allem GW Panther und S-51, die tun auch richtig weh, ne? Ja, ja. Guck dir mal meine Turmpanzerung an, da mit 40mm oder was. Mhm. Ich zieh gleich durch. Du machst hier gar niemand. Da. Wait a minute. Wait a minute. Aber da den Superchef, hier kannst du klatschen. Ist da nicht rein, Jodo, im Superchef? Also der... Ich will das 1v1. Hast du denn dafür gesorgt, dass unser besseres 1v1 hat, oder? Ich weiß nicht, ich glaube, der hat schon gefressen, unser Superchef. Okay, guck mal, was die da machen, ja. Aber der Excalibur ist schon zur Stelle. Ja, genau, richtig. Ist auch ganz viel schon gespawnt, also so viel... Oh, wird ja gar nicht. Hat mich gesehen. Ja, okay, mich nicht. Kommt in deine Richtung. Aber? Ja, siehst du, ja, sind alle da. Der Passauto, was ist sein Plan? Ich lade immer noch 6 Sekunden. Mach erstmal die Arti weg. Mich ran an die Arti, würde ich sagen. Nicht komplett safe, aber ziemlich safe. Ich bin gespottet. Ja, auf der Nullerlinie muss da noch irgendwas stehen, oder? Ja, aber was? Achilles ist auch in der Stadt. Ja, könnte sein. Adam 10 und KV2 waren noch nicht offen. Der Teil, direkt an die Stadt. Teil 64, ja, der Teil 64 schießt gerade auf mich zwischen den Häusern. Dann holen wir den, der kommt ja nicht weg. Jetzt bitte. Da ist die Ratte. Bro. Stirb jetzt. GW Panther lebt immer noch. Jo. Wir müssen jetzt gucken, ne? Wir haben hier gar nicht mehr so viel Backup. Das ist richtig. Die sind alle noch, gelinde gesagt, ganz schön voll. Da haben die uns, glaube ich, aber nicht bemerkt hier. Aber Johnny, die Ratte, hat uns schon bemerkt. Ja, die Johnny hat uns bemerkt, richtig. Alter. Jetzt hat er uns bemerkt. Ich lad nach. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ja. Trotz fairer Emmerich-Treffer.
Achso. Eben mit einem Schuss 600 weggeblowt. Da brauche ich auch keine Derpgun für. Da braucht man einfach nur den Knopf. Einen gezielten Schuss aufs Ammo-Rack. Ja. Ja. Alles Skill. Die Leute reden immer von Luck, aber. Nee, nee, nee. Alles Skill. Wobei, als ich Freddy zugeguckt habe bei seinen Missionen jetzt. Freddy ist ja, ich würde ihn Schwitzer nennen, er selbst nennt sich Kurbler. Der hat ja da wirklich hier diesen Tank-Inspektor oder so immer auf und lernt von jedem einzelnen Panzer auf jeder Stufe die wilden, wie heißt das hier? Ja, die, nicht die Weak Spots, wo die Fuel-Tanks sitzen, wo das Ammo-Rack sitzt. Ja. Warte, der KV kommt hier bei mir. Lass mir helfen. I'm in trouble. Nice. Hat gebrannt, hat gelöscht. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Tiger hat. Ja, ich lade noch. 10 Sekunden. Der ging voll durch ihre Panzerung. Tiger, komm ich ran in 10? 5? KV, komm zu mir. Was macht er? Ich sollte ihn haben. Okay. Oh shit. Der M ist hier rüber gefahren. Ey, 34,85 ohne M. Scheiße. Der DJ M't mich ab. So, jetzt ist die Frage aller Fragen. Die aimt auf mich. Kannst hin umfahren. Aimt aber noch auf mich. Nicht zum Fahren. Interessant. Nice. Seine Wanne hat halt rausgeguckt, aber er hat mich nicht gesehen. Hätte ja auch ein Stück zurückfahren können, aber wollte er nicht. Er hätte auch ein Stück vorfahren können, wollte er auch nicht. Oder so, ja. Nice. Ja, die haben halt gut auseinandergenommen, du. Siehst du? KV3 dachte sich da auch, die One-Shots, die hole ich mir, gar kein Problem. Ja, die Stockgun, ich glaube, ich war gar kein One-Shot für den. Ah, gut, ich war One-Shot für ihn. Das war eine schmacke Runde, du, sehr schön. Eine Meta-Parade hier. Ja, bei mir auch, da. Aber ich meine, die haben auch alles offen gelassen drüben, die Gegner brauchen sich nicht wundern, ne? Waffel, ey. So, Mitte ist unser, habe ich gehört. M44, ja, S51, das schmeckt. Beta-Tester Type 64 gegen Super Chefy. Wer gewinnt? Ja, hoffen wir mal unser Type. Sonst wird's ekelhaft, ne? Da könnte es ekelhaft werden. Der Gunmax? Also ich meine, sonst übernehmen wir hier den Spot. Nur da ist nicht eine Gunmax drauf. Alter, was ist das hier für ein krasses Design von diesem Emil? Wo gab's das denn mal? Das ist die Monster Energy Tarnung. Ja, so sieht das aus. Schau mal beim KV 122, ist der Baum auf der anderen Seite asymmetrisch? Hat er überhaupt? Hat er ja, ich habe nur einen Baumstamm und rechts sind das, gucken wir gleich, vier Kraftstofftanks. Junge, damit würde ich auch nicht leben können, ne? Ja. Voll. Na, hast du Spaß? Ich hab Spaß, ja. Das war der Tiger, der mir gegeben hat da drüben. Guck mal hier, wie unser Type einfach alles und jeden aufmacht. Guckt euch das an, da. Ich hab mal ganz kurz dem Skorpion eine miese Respektschelle reingedrückt. Super Chef ist auf jeden Fall gut drauf, der Beta-Tester. Aber die kriegen wir gekontert. Ja, aber unser Type 64 ist der Beta-Tester. Der Super Chef ist nur der Super Chef.
Alter, der Löwe. Da sagt sich auch gleich no fucks given. Boah, die meinen das ernst jetzt hier, ne? Da ist gleich der Rudi auch gleich hinterher da. Junge, das habe ich ja so auch noch nicht gesehen, wie hier die Nullerlinie, die 1-2er runtergehechtet wird. Scheiße, ich bin auf. Ah! Nice. Verdient, muss man sagen. Verdient. Kurz reichen. Ja. Können ja in der Mitte den T22 pieken. Viel zu lange geaimt gerade. Klassischer Fehler mit den sowjetischen 122mm Kniften. Es ballert ein Jagdpanther vom Hügel runter. Lol. Ich habe gerade einfach genau das Gegenteil von dir gemacht. Tiger 1 einfach ins Gesicht gesnappt. Ach, da steht noch so einer. Skorpion, ich gehe auf Skorpion. Ich sehe den nicht mal, oder? Wow, guck mal, wir haben alle Panzer verloren. An diese. Wir haben jetzt den Löwen, den Rudi und den Type verloren an diesen 1. Lass mal gucken, ob wir in die Mitte feuern können. Können wir auf jeden Fall. Oh, das war wichtig. Er wollte aber auch schon wieder. Auf der Jagdpanzer, der ist noch nicht auf meinem Hügel, der steht am Rande des Hügels. Erstmal den Super Pershing weglutschen. Jawohl. Was ist denn das für ein Heavy da? Amix M4, Siedler. what the? VK, Vorsicht! VK, Vorsicht, tschüss! Ja. Oh, Super Pushing macht jetzt. Ja, Attacke. Ja. Amix. Ich fliege in den Boden rein, zu lange geaimt. Ich nehme ihn. Interessiert ihn auch gar nicht, dass wir hier schießen. Ne? Nice. Feierabend. Dort drüben Waffen im Busch. Ich lad mal eine HE und dann. Nee, hab ich nicht getroffen. Ah, die halten das Panteras abgehauen. Smart von denen. Ich hab hier mal was aufgemacht. Vergiss den Jagdpanzer nicht am Hügel. Na, ich hatte noch die AE drin, was soll ich machen? Dachte ich, kann ihn vielleicht tracken oder so. Ehrlich gesagt, ist mir ein bisschen suspekt hier, dieser IS-3 da. Na, er wird gleich vom Pantera weggeklatscht. Junge, der sture Emil steht ganz vorne und schießt als erster auf den S3, alles klar. Der Tiger will auch unbedingt pieken. Er ist durstig. Er ist durstig nach Liebe. Ich kann nicht mehr traden mit ihm. Jetzt schon. Er macht 280 Schaden, ne? Ja, ja. Ja, dass wir den Skorpion nicht rausbekommen haben, wurmt mich ein wenig. Guck mal, der Pantera, richtig smart. Kevin John Raiden, okay. Lässt den IS-3 einfach unten im Flussbett versauern. Nimmt sich den Hügel, schnappt sich die Map Control. Das ist einfach besser. Einfach besser, genau. Dieser Skopto, ey. Ja. Nicht aus. Wollen wir einfach rüberfahren und hier runter reinpushen? Die AD holen? Oder ich mach's aber alleine? Ich bin offen. Okay. Der TM hat sich auch lange nicht mehr gezeigt oder blicken müssen. Der ist da noch. Da steht irgendwo im Busch da, ich bin auch gerade wieder aufgegangen. Die Su fehlt auch noch. Jo.
Ach, lol. Okay, der stand die ganze Zeit da hinten drauf. Ach, was ein Gamer, du. Scheiße. Ja. Ach, lol, die schmeißen das jetzt da drüben. Oh, und der Challenger ist stock. Challenger, oh, gut. Nein. Die Arti rettet den Tag, gut. Ah, dammit. Ja, du kannst auch einfach durchfahren, ne? Bis dahin und so weiter. Meinst du? Weil der so. Der hat. Die ist so okay. Sind die Jungs hinter dir auch, oder haben die keinen Bock? Ich glaube, die haben kein Schussfeld, oder? Der IKV hat auf jeden Fall Schussfeld, aber der traut sich, glaube ich, nicht. Naja, traut sich nicht, der Typ. Weil der 122er... Was? Oh, die schönen HP. Die schönen HP. Oh nein. Oh. Ich bin mir nicht sicher, aber es sah aus, als hätte die Arti gerade da oben direkt gehittet, den Scope. Aber vielleicht falsch. Wahrscheinlich falsch die Info. Wär's jetzt auch offen dann. Das war wieder so klar, Alter. Fairer Hit, ja. Hält er kurz an, oder dann... Ah, ja, die SN50 steht drüben, soweit ich weiß. In den Gleisen. Da kam der gute Autofeuerlöscher. 20.000 hat mich die Ratte jetzt gekostet. Hättest du gleich Ration einpacken können, ne? Dann wäre ich jetzt abgefackelt. Ja, hättest du wenigstens im Rest des Spiels was davon gehabt. Der Pixelschuss. Nice. Saluta, vielen Dank für die 5 Monate. Der war nicht durchgeaimt. Matrizin, vielen Dank für die 20 Monate. Na klar war der durchgeaimt. Einer dieser seltenen durchgeaimten und tatsächlich 100% durchgeaimt war der. Isa Blue, vielen Dank für die 9 Monate. Dankeschön, vielen Dank. Ja, das haben wir doch gut geklärt, ja, hier aus der Mitte. Da war von Anfang bis hinten bei der durchgegangen. Hast du irgendwas blind getroffen? Nee, ich dachte, dass ich 122 TM blind getroffen habe, aber habe ich nicht. Mhm. Oder Ehrenberg, das war mein Zweitlieblingswunsch. Ah ja, siehst du, genau. Mein Favorit oder mein Zweitfavorit direkt hinter Proko. Mm, ja. Sogar noch vor Malinovka. Jetzt hier mit dem fahrenden Emorek einfach durch die Gegend. Ist so krass, wie viel Munition hier drin liegt, Alter. Ist eigentlich egal, wo du hier. Eigentlich normalerweise sollte es egal sein, wo du hier getroffen wirst. Das Ding müsste in die Luft fliegen. Mm, ja. Ist ja auch nur Blech da oben, ne? Auch Splitter, glaube ich, würden dadurch schlagen. Ich mach dir alles auf. Kommst du hier mit ran? Zack. Ja. Ja, danke. Ich wollte dich nur extra Turbo Boost beschleunigen. Ja. Mhm. Oh, guck mal da. Ach, wow. Der ließ aus der Fahrt, ballert er zurück. Alles klar. Die Geschichte. Cruise da mit 50 km/h übers Feld. Zack, mach ich mal eben. Fühl ich. Besser sein, ja. Also Rasenmäher ist runtergerutscht. Ja. TL. So. Da gibt's nämlich auch mal schnell. Küsschen aufs Nüsschen. So.
Ist. Musst du nicht auch mal rennen oder was? Oh. Der Asbest ist der stinkige Socken an der Antenne. Was? Na ja, bei dem SAPTK 3D-Modell. Da hängt so eine alte Socke dran, ne? Ja, du, aber so hart stinken könnte die ja jetzt eigentlich nicht mehr. Wird ja gut durchgelüftet. Mein EEC hat auch eine riesen Antenne, du. Sieht bloß immer mehr aus nach ferngesteuertem Auto hier. So eine riesen Antenne und so ein kleines Fahrzeug. Geht's da drüben weiter? Ich bin jetzt. Ich geh gleich durch. Jo. Ich geh kurz unspotted und dann geht's los. Ich bin jetzt hier aufgerückt. Ich. Oha, wer ist er denn? Und dann liest der kurz auch direkt ab hier dann. Ich fahr auch eine kleine Abkürzung. Der Emil da oben. Steht da überhaupt irgendwas oder? T103 habe ich aufgemacht. Nee, ich meine jetzt. Freimetall steht hier auf jeden Fall noch irgendwo. Hier geht sicher gleich noch was auf. Ah, der ist so tief. Ich rück auch mit auf. Wow, Alter. Was ist denn hier los, Mensch? Hier ist ja absolut. Also, hier ist ja richtiges Massaker gerade, ne? Jo. Wie er da oben einfach nochmal drauf rumstehen bleibt. Emil, Bruder. King auf den Schutthaufen. T103 geht gleich wieder auf. So. Ja, ich bin jetzt selber am rüberpushen, ja. Was war das, Emil? Oh ja, das ist eine Demontage. Das habe ich so aber auf Erlenberg auch bis jetzt erst selten erlebt. Ja, was machen die denn vor allem, die Gegner? Wo sind die alle? Da fehlen noch. Na gut, einer fehlt. Mach ich auch gleich auf hinten in der Ecke. Ja, entspannte Runde, du. Fragst du, für wen das entspannt war? Entspannte Runde für uns, meine ich. Mal die Gegner, schauen sie es drüben durchzupushen. Komm, nuller Linie abklatschen und dann dürfen sie draufgehen. A-Linie, meine ich. Yo, Crusader, vielen Dank für die 23 Monate, dankeschön. Moin Vicky, hallo Gotchi, moin Respektstelle, grüßt euch alle, moin. An, meine ich. Die Socke, ich sehe jetzt, was du meinst. Das sieht ja wirklich aus wie eine Socke. Ja, das ist auch eine Socke. Achso, ist auch eine Socke. Das ist ein, okay. So eine Kampfsocke, ja. Oh. Ah. Das Ziel ist zu klein. Socke wäre eigentlich auch ein guter Nickname hier für diesen ELC, du. Packst du dir in die Socke und dann wie so einen kleinen Roboter? Der ist schon ganz gut aufgehoben mit ranziger Keimling. Taslan, vielen Dank für die 30 Monate. Dankeschön, vielen Dank. Ja, kleiner ranziger Sockenkeimling. Das ist ein Ding, da. Ey, wow. Und hattest du Spaß, die Runde? Ich bin eigentlich mehr hinterher gefahren. Ja, okay. Ein EBR, du, sonst würde ich den Scout machen. Guck mal, unser Jagdmodell, wie er heißt. Greedy Player. Greedy Player, ja. Ja, mal gucken, ob er greedy ist oder nicht. Sollen wir. Ja. Erstmal vorne ranfahren, oder? Ich würde direkt ein Stück weiterfahren, aber... Achso, nee, guck mal, der EBR. Wenn der spottet, dann stelle ich mich oben hin und baller rein. Ich habe halt noch 18 Sekunden Reload. Jo.
Klassiker beim Kunze, weißt du, du gehst extra in den Sniper-Modus und dann geht der Schuss sonst wohin. Und dann daneben zu schießen, ja. Man kennt ja, ja, wirklich. Aber nicht nur ein bisschen daneben, sondern... Oh mein Gott. Type? Jawohl, die Schule sitzt. Ah nee, das war null Damage. Hä? Okay. Jawohl, die Schelle sitzt. Ah nee, das war ja, ja gar nichts. Der EBR ist hier schon. Alles klar. Der hat Bock, der mir auch gerade aufgemacht hat. Naja, gut, hat's jetzt mal. Genauigkeit in World of Tanks. Die wichtigste Eigenschaft an einem Panzer. Gleich nach Funkreichweite. Aber wenn der jetzt weitergeht, dann macht sie gleich die ganzen TDs auf. Ja, ja, ich bin auch schon gespannt. Oh, was ist das? Ach komm, ey, so schlecht ist die Kanone doch gar nicht. Conway. Oh ja, Damage, nice. Ich jodel ihm einfach hinterher, du. Ist eigentlich eine Top-Idee. So, nee, wir haben auf der anderen Seite nicht. Ich jodel mal auf der anderen Seite ran, um zu spotten. Ich bleib mal hier noch kurz stehen, solange wie ich nachlade, und dann überlege ich mir, wenn ich nachgeladen habe, was ich dann mache. Oder dich in den Tunnel vielleicht vergisst. Vielleicht gehe ich dann ins Disney World. Oh, guck mal, der Jagdjäger steht so. Wo ist das? Welche Richtung? Da. Ah, da, wo die roten Punkte blinken, sagst du, ja. Oh, der Jagdjäger, bitte bleibt jetzt so. Zack. Komm, mach den nochmal auf. Ich weiß, dass das will. Gegner, hallo? Es ist immer das Gleiche. Du bist im Reload, kannst auf alles schießen. Mhm. Bist du fertig geladen, ist alles zu. Ja. Und die wissen das, die Gegner. Ja, ja, ja. Da ist so ein riesen Timer über der Map. Du musst jetzt in Deckung fahren. Ah, ist aber egal. Hier ist niemand, nichts. Dann get ready. Ich hole rein. Ich hab eine E-Mail. Hey, wo stehen die denn? Es fehlt ein Jagd, den Stritzwagen. Einen Char, einen Skoda. Die muss auch irgendwo sein. What? Diese Kanone muss man verstehen. Da hat zwei Pixel-Shots hintereinander auf dem Emil 2 gemacht. Aber die sicheren Dinger, die kriegt er nicht hin. Ja. Ich hab sie gefunden, du. Die stehen hinten an der Redline, oder wie? Mann, der spielt damit nicht, Leute. Wieso denn nicht? Hi. Achso, der stand da. Ja, schon wieder richtig sinnloses Match, du. Ich weiß nicht, warum die Gegner am Süden nicht durchfahren, du. Dann wäre es jetzt spannend geworden, aber so ist er echt lang. Den kommen wir nochmal aufkriegst. Ich habe hier freies Schussfeld. Nee, gerade nicht. Da kann ich auch killen. Gib mir mal. Ja, mach den weg. Erstmal, dann kann ich nochmal spotten. Ich geh jetzt hier undercover rein, ja. Jagd, ihr macht auch gerade Sachen. Irgendwas Y hier über mir. Da steht ein Streuselwagen. Kannst du nicht auf den MY schießen? Wir müssen ein Stück ranfahren. Aber mit dem Jagd ihr beschäftigt. Jawohl. Hier ist der Convoy übrigens wieder. Den hat sich auch schon erledigt. Okay, mal hier hinten. Also diesmal habe ich aber hier reingekurbelt. Gekurbelt, ja, sehr gut. Bin ich aber ganz wild am Schnurbeln und Kurbeln. Gegner werden gerade so weggebumst hier im Süden. Oh mein Gott. Ich glaube, die wurden überall weggebumst. Gegner, nächstes Mal auch mitspielen. Guckt der Jagd. Der Schar, der kommt doch hier. Ja, der zieht durch den. Der Heilbert, ne? Hey.
Ey, wow. Gratulation ans Gegnerteam. Gut, gar nichts gemacht. Ja gut, sie sind in die Stadt gefahren, nicht verkehrt, aber das war war lecker. Vin Dösel, vielen Dank für die 13 Monate und Henny Pep, vielen Dank für die 28 Monate, dankeschön. Ja, so habe ich mir das jetzt in etwa vorgestellt, dass wir das so bis zum Ende durchziehen. Ja, siehst du? Das war eine sehr faire Runde. What's the plan? Ich jubel auf dem Hügel da. Kannst ja hinterher jubeln. Ja. Keine Ahnung. Botten ist immer schwierig hier gerade, weißt du? Na, ich fahr erstmal hier hinten rein, da. Und guck mal. Wenn ich der Meinung bin, dass du den Hügel sicherst, gibt's hier eigentlich auch irgendwo eine geile Position, wo man erstmal da in einen von diesen Büschen vorne reinschießen kann. Hier, oder? Ja, na, glaube ich hier so. Aber da musst du Glück haben, dass sie gut stehen. Ich traue mich gar nicht hier hochzufahren. Ich sehe schon die 49. Da ist schon ein Baum umgefallen. Hier ist tatsächlich noch keiner. Ich liebe aber den Sound von diesen 15 cm Kanonen. Die sind einfach. Da geht einfach was. WZ hier am Campen, okay. Und was sagst du, ist der Hügel safe? Hügel ist safe, guck mal da. Gut, dann fahre ich vor. Ja. Dann probiere ich mein Glück. Wir warten aber überall, Leute. Der T49 will hier unten rein, ne? Ja. Ich habe ganz in die Richtung geguckt, jetzt kommt er. Der T49 hat gerade ein kleines Problem, was gleich eventuell noch größer wird. Hier unten hängt so ein hässlicher Char. Von hinten in die Luke. Diese Heavys, wie die da stehen, hätte ja richtig Bock rein zu jubeln da. Nein! Was los? Ich hab's übertrieben, Maus. Oh, du stürzt ab. Aber ich glaube, ich bin komplett. Richtiger Absturz-Gamer. Richtiger Absturz-Gamer. Ja, komplett abgestürzt, ne? Oh Mann, ich. Ja, hab's übertrieben. Oh! Nevermind. Okay, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Wo ist denn der E3 und Co? Hier hinten beim EBA, oder was? Das ist hier schon wieder ein Kasperle. Ja, ich hab's gesehen. Kasperle. Ja. Wieder rumgekaspert, ja. Ich habe mich totgerammt gegenseitig mit dem Stützwagen. Er hatte 15 HP, ich hatte 159. Ich habe ihn angestupst mit 3 km/h, beide gestorben. Echt? Ein bisschen fehl eingeschätzt. Der E3 hat sich bestimmt schon wieder umgedreht und du kannst gleich die HE fertig machen. Meinst du? Ja, ich habe hab Vorahnung. Genau, und irgendwie dann schön rein zwitschern. Okay. Okay, dein... Gehört? Ja. Ich vertraue dir einfach. Den kannst du auf dem Weg noch mitnehmen. Auf Snack. Jawohl. Wie er flog, du.
Ach du Elender! Okay. Profi-Gamer. Naja. Der Schwung war nicht da. Jetzt hab ich. Jetzt hast du noch. Easy. Seite an den Ketten kannst du dann abfinden. Oh. Er schafft dich aber nicht. Er schafft es nicht, dich zu holen. Easy. Also der Jochen bietet Ablenkung. Hat geschossen. Was macht er denn jetzt? Oh. Das ist ein richtiger. Das ist ein richtiger Ehrenmann. Richtiger Ehrenmann. Lass mich nochmal schön an seinem Popo schnüffeln. Ja, der EBR gönnt sich auch, du. Was war das? Jo, Martin Grisse, mein Joel-Joker. Der wollte es aber auch. Er wollte alles für seine Ecke da geben. Schön 1033 in Popo. Das schmeckt. Das schmeckt. Hinguckst dann. Genau, was gibt Schöneres als zwei Cobra? Drei Cobra. Die dir den Arsch versohlen, du. Die dir sein komplettes Hash-Magazin reinlöten, du. Wo fährst du hin? Ich würde erstmal hier rechts hochfahren, laden, oder? Aber wobei, nee. Ich fahre nach links. Ich fahr nach links. Eh nun? Ja, es, ja gibt hier, es gibt hier so viele unvorsichtige Siebener. Das ist halt wirklich so. Das ist hier Seven vs. World of Tanks, du, ne? Guckst nicht, wo du hintrittst mit deinem Siebener und zack, und auf einmal eine Cobra rein, du. Ja. Oder direkt in den Giftapfelbaum. Ja. Na gut, da trittst du nicht rein, du, da. Da musst du schon bewusst aber die mit dem treffen. Unterschied zu Seven vs. Wild, hier gibt es halt wirklich die Gift-Cobra. Eine giftige Cobra, ja. Welche Schlange das nun ist, ist ja auch egal. Ich guck mal einmal ganz kurz hier, ob ich. Was mit den Lanzen, nicht richtig? Hier einen weglöten kann. Aus der Lanzen jodelt. Wow. Er gibt mir aus voller Fahrt noch, du, okay. Boah. Da hat er reingelackt. Oh, du dumme Sau in der Superhelkit. Das hätte jetzt eigentlich schon für dich Ende sein müssen. Was stimmt jetzt mit dem Lansen nicht? Ich weiß es nicht, der ist zu offensiv. Weiß er, was eine Cobra ist? Jetzt schon. Gegner Cobra gefunden und seine Panzerung nicht getroffen. Teufel Tiasto. Ah. Der Lansen, Alter. Er ist ein richtiger Clown, du. Ah, mir ist gerade aufgefallen. Ich denke nur so, okay, warum spotte ich den nicht? Aber ich habe halt keine Optik. Aber den Kunze, den mache ich gleich weg. Oh, oder er hier. Nein, jetzt. Hä? Ist besser? Er spottet mich. Vielleicht sollte ich mal ein Optik-Setup einpacken. Ah, hier brauchst du CVS, da hilft dir eine Optik auch wenig. Hier drüben, Cobra? Ja. Wie fährt er raus? Einen. Ah, Pershing macht das, siehst du. Wait, die Cobra rennt. Er genießt sein Leben, ne? Entscheidungen wurden getroffen. Entscheidungen wurden bereut. Da hat er gehörigen Respekt gehabt hier von mir, aber ich weiß nicht, warum er weggefahren ist. Er hat beim Turm nach hinten gedreht, oder? Das war nicht so. Da sind wir wieder mit. Was ist gefährlicher als eine Cobra? Genau. Ja. Zwei Cobra. Mal was für sagen, ich lade noch 20 Sekunden, 25. Ja, ich lade noch 20. Gehen wir aufräumen. Ja, guter Punkt. 7er TD und 7er Mate fehlen noch, also das kann jetzt mal nicht so schlimm sein. Und die werden uns gleich richtig durchwärmsen. Nee. Ich würde dann auch direkt rüberfahren hier und nach innen springen. 10 Sekunden habe ich noch.
ist schon schlauer. Er steht da hinten schon Halter und zu uns. Der Kunz hat mich schon wieder outspottet. Der steht auch hier oben drauf. Die Dumme. Der Kunz fährt auf jeden Fall mit deinem Spot-Setup. Ja, Kunze bringt jetzt aber nichts, weil du bist double-tracked und tot. Zu greedy. Ich hab noch Munition. Ich würde mir jetzt den SMV gönnen. Mach das. Ich geh hier drüben die Hecke. Kannst du sehen, oder? Fährt der rückwärts? Nee, fährt rückwärts. Was ist er denn für ein Super-Sprallo? Jetzt fährt er vorwärts. Geht jetzt zu mir? Ja. Sehr schön. Ich bin im Reload. Es ist so unfair, dieser Tank. Ne? Ich habe gerade herausgefunden, wo der 7er TD steht mit der fetten Bombe. Der wird sich gleich freuen. Boah, du hier unten. Oh, das wird gleich richtig gottlos werden, du. Schön. Oh mein Gott, no way. Bist du schon am Gottloserinon, oder? Ich hab grad hier zweimal gottlose Aktionen vollzogen, ja. Schön, 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 schön. Kurz 2K Damage gemacht. Oh, wie ekelhaft ist das wieder. Muss eigentlich schön Anlauf nehmen hier, du. Leider alle Low HP, die Gegner. KV-13 ahnt gar nichts. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Was ist denn los? Jeden Schuss ein Kill hier. Spring nicht. Waffenbrüder. Du dumme Sau. Ey, sorry, aber der ES fährt vorwärts, der M2 fährt auch vorwärts. Ich wäre genau auf den beiden drauf gelandet, es wäre nichts passiert. In dem Moment, in dem ich Lauf sah, fahren sie beide rückwärts. Jetzt sind die Krabben da unten schuld, ne? Ich wäre nicht gesprungen, hätte ich nicht die sichere Landung gehabt. Aber du, wie als wollten sie mir beide nur ausweichen. Ey, das kann doch nicht sein. Vielleicht wollten sie das auch. Ja, wollten sie wahrscheinlich, ja. Ah. Ja, haben wir noch einen Kill gemacht, Cover. Ja, 5-11 Tactical, habe ich doch gesagt. Windelrucksack. Das ist die klassische. Wickelersatz-Tasche ist das, genau. Ja, aber so ein peinlichen Zeug laufe ich nicht rum. Da gibt es einen vernünftigen Rucksack. Nee, die praktische Wickeltasche, die du auch an Kinderwagen hängen kannst. Genau, die ist das. Ja, aber du kannst jeden Rucksack auch an den Kinderwagen hängen. Dafür muss ich nicht hier so eine seitliche Umhängetasche haben. Nicht so, ne, ist keine seitliche Umhängetasche. Gibt's auch so im Sporttaschenformat, weißt du, mit so zwei Griffbügeln dran. So eine haben wir. Das ist gut. Sieht auch gar nicht so peinlich aus. Weiß bei jeder gleich, dass da Windeln drin sind, aber sieht gar nicht so schlecht aus. Ich hab zu Laura gesagt, ich hol mir dann lieber so einen First Responder Rucksack, den kannst du wenigstens dann später auch noch zum Wandern gebrauchen und nicht nur als Windeltasche. Und sei mal ehrlich, wenn die Kinder ein bisschen älter werden, dann brauchst du sowieso alles. Dann brauchst du einen Rucksack, wo du Jäckchen reintun kannst, ein bisschen was hiervon, ein bisschen was davon. Ist das denn ernst? Rudi, mach das. Aber funktioniert für ihn. Wahnsinn. Mach das doch mal. Mach da nochmal. Ich bete ihn schön. Ich bete ihn. Guck mal hier, wie er Bock hat. Ja, ja, du. Schönes Loch da unten. Nicht, ja. Wie er sich auch überhaupt keiner Gefahr bewusst ist, ey. Wie er auch einfach nochmal piekt. Ja, guck mal, er piekt nochmal. Ist er getrackt durch die AD und ich finish ihn gleich. Er piekt nochmal, Maus.
Ah, hast du einen dummen Schuh. Ich warte auf ihn. Soll ich jetzt querfahren? Guck mal, ich mach hier den. Ja. Jetzt kommt er. Hä? Ich geh. Hier steht ein Schiffswrack, welches man nicht zerfahren kann. Das sehe ich zum ersten Mal. Maus, man kann dieses Schiffswrack nicht. Ich habe gerade 519 für diese dumme Scheiße gefressen. Ja. Für ein Schiffswrack, das man nicht zerfahren kann. Nee, man. Ich stand gerade auf dem Schiffswrack drauf. Und jetzt habe ich es kaputt gemacht. Hä? Guck mal hier. Ich habe mich dahinter versteckt, dann wollte ich durchfahren, das 277 killen und auf einmal fahre ich drauf auf das Schiffswrack, stehe ich oben drauf. Guck mal hier rechts an meiner Kanone. Siehst du das? Das habe ich gefressen dafür, um ihn zu baiten. Naja, ich sehe da den kleinen Pickel. Zack, noch einer. Jetzt hast du oben auch noch einen kleinen Pickel. Das ist wieder typisch. Aber von beiden STBs kassiert nochmal eine Runde. Schon wieder keiner von unseren Mädchen in der Mitte, du. Das ist immer sehr erfolgreich, hat man auch in der Runde vorher gesehen. War ein Trauerspiel, ne? Ja. Das ist komisch, du. Krass. Oh, hier piekt ja einer. Alter, was ist er denn für ein Gangster? Mit der... hat mich getroffen. Ah, komm mal, mach mal Sidescrape hier. Zack, tschüss. Ja, super, genau so macht man das. Nimm lieber den 60er ab, der kommt da gleich um die Ecke gefahren. Ah, der ist dann mit dem 277 beschäftigt, da. Okay, ich mach das. Ah, ich krieg den E7 nicht. Ach, scheiße, Mann. Wie kann denn dieser räudige Klickertyp hier hinter den scheiß Flugzeugträger die ganze Zeit ballern? Ja, gute Frage. Da. Der 277 und der E7. Was stimmt denn mit denen nicht? Die einfach gnadenlos überpieken die ganze Zeit. Jetzt kommt der hier. Er snipet die Cupola, ein Pixel der Cupola. Ist auch wichtig, seinen 700er Schuss gegen den 1000er zu tauschen. Junge, die Leute, die denken gerade gar nicht mit hier, die pieken einfach alles, was das Zeug hält. Der Typ, du. Wie? Was ist denn das für ein Pen? Das ist weder Seite noch Front, das ist Dach. Sidescrapte hier gegen mich oder was? Jetzt mich verarschen. Was ist denn das für ein Arsch hier? Ist okay, der WZ kommt von hier. Ah, jetzt hier steht. Bella hat gerade geschossen, ne? Jo. Hinter uns, STB. Also über ja, uns. Ja, ich nehme ihn schon ab. Klar? Mhm. Ja, okay. Was ist mit dem SCP los? Guck mal, der will seinem Mate helfen kommen. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Dieser kleine miese EBR-Fahrer da. Ah, der bespaßt dich. Ey, das ist. Ich weiß nicht, vielleicht ist es ja ein smartes Physics-System. Dass man, wenn man längst der Länge nach drauf fährt, dass es einen trägt, aber wenn man in die Seite reinkracht, dass es kaputt geht. Hm. Interesting. Als ob. Naja, weil. Smartes Physics-System.
Ja, ja, hier drüben ist genau das gleiche Wrack normal. Ich probier's nochmal aus. Wenn wir unsere AP zusammentun, haben wir noch, haben wir fast 300. Ja. Kannst du mal kurz ein Foto machen gleich? Wie mache ich ein Foto? Was möchte ich drücken? Das ist die dumme Sau in seinem EBR. Komm mal her, Papa hat einen Schuss für dich. Mach ich. Boah. Wie er mich jetzt jodeln will. Ich hab ihn, ich hab ihn. Immer wie weit er rutscht dort und sich dreifach, fünffach, 20-fach überschlägt. Kannst du jetzt ein Foto machen? Wie soll ich denn ein Foto machen? So hier. Hab ich. Sieht nicht so gut aus, aber passt. Gegens Licht. Schlecht. Ja, Maus, ich sehe ich. Kamera ist drauf. Siehst du im Fernsehen? Wunderbar, da. Schön, oder? Wunderschön, wirklich. Schön. Die Gegner. Die, also der ESC, das kann doch nicht, der 277 und der ESC, das kann doch nicht ernst gemeint sein, so ja, von dem Jagd-E rumzutoren. Ja, komplett, completely oblivious. Die haben ja überhaupt nicht realisiert, was da los ist. Der 277 da jedes Mal wieder hochkracht. Wie hat er denn 3K Damage gemacht, bitte? Und sich geheirollt auf jeden Fall. Naja, nee, doch nicht. Easy Frag heißt er. Und das auch. Ja. Piper Destroyer. Der E7er hier? Hm, na gut. Ja, hat doch nochmal geschmeckt.